Was hat der grauenhafte Ausschlag? Thomas! Ja. Thomas! Ja. Oh nein! Julia, ich denke, du würdest im Welschland nicht lassen. Papi wird mich ins Internat stecken. Aber ohne mich. Ist der Rohner immer noch da? Nein, der ist schon lange nicht gekommen. Wir sind die Chaoten. Wir? Thomas und ich? Also, ihr wohnt zusammen. Ach, das frag ich so blöd. Wir sind zusammen. Also, soweit wir in meiner Situation. Ja, ich weiss doch, dass ihr zusammen sind. Aber du musst mir wegen dem doch nicht dauernd auf die Nase finden. Tut das immer noch weh? Ich meine. Ach, du bist einfach mein erst. Also. Der erste Mal, den ich so gerne hatte. Julia, es tut mir leid. Ja, du hättest ein Coming-out haben können. Und du hättest mich vorher aufklären und dazu stehen. Du, das ist der wichtigste Schritt für einen latent Homosexuellen. Also, ich heiße Lucky und muss dir eine sehr wichtige Mitteilung machen. Also ja, ich bin schwul. Aber ich hoffe, dass du mir trotzdem noch... Die Schwulen sind ihr bester Freund, Julia. Die bleiben wenigstens treu. Also ich meine, die Frauen. Hey, sind wir wieder Freunde? Kannst du wieder hier wohnen? Ich habe einen Job und einen regelmäßigen Zapfen. Wir führen hier eine gut bürgerliche WG. Bürger? Mami? Das ist ja hochinteressant. Mama, wieso bist du gekommen? Zum Kontrollieren, ob ich wirklich da bin. Also, du wirst ja wohl erlauben, dass ich hier vorbeischaue. Wo du zu Ende einfach abgehauen bist. Also, ich muss mit euch reden. Nein, mit allen. Hört, dieser Wohnung, also, wir müssen eine Lösung finden. Für mich geht das hin und her. Darf ich? Das sagst du schon seit 100 Jahren. Thomas? Du bist der Ältere. Ich würde dir gerne ein bisschen Verantwortung übergeben. Hä? Verantwortung mir? Ja, dir. Du wohnst einfach so da und lässt irgendwie alles schlittern. Jetzt ist Julia da und die sitzt dritte da hin. Also, ich meine, das ist doch hier kein WG. Wieso nicht, Mo? Das ist doch ein WG. Thomas, mitzahlen die Miete. Ich weiss, dass ich zu einem grossen Teil an diesem Durcheinander schuld bin. Aber es ist, wie es ist. Also, euer Vater und ich brauchen die Wohnung nicht mehr. Hey, aber wir sind eure Kinder. Ja, und was willst du denn? Oh, uns rausgehen? Hey, sorry, aber ihre Mutter hat wirklich recht. Wir wohnen auf ihre Kosten. Ach, um das geht's gar nicht, aber ich muss eine Lösung finden, vor allem für Julia. Ich gehe auf Senko. Ich glaube, es ist für alle besser so. Es bringt ein bisschen Ruhe in die Familie und ihr könnt selbstständiger funktionieren. Wo willst du denn wohnen in Senko? In der Villa, vorläufig. Und dein, also, der Owner? Das ist nicht eure Sache. Aber zu eurer Beruhigung, das Ganze ist vorbei. Bist du ganz sicher, Mama? Hört, wenn ihr da einen Weg daraus machen wollt, dann müsst ihr Miete zahlen. Wenigstens einen Teil. Und ihr zwei könnt euch anfangen mal überlegen, mit was ihr euer Geld verdienen wollt. Thomas, du schaust, dass alles läuft. Und auf Julia passt du auf, gell? Du wirst uns da wohnen lassen. Ganz offiziell, alle drei. Unter diesen Bedingungen, ja. Was? Einfach rausgeschmissen? Ja, und die ganze Wege löst sich auf. Ja, was machst du jetzt? Studentenhaus. Ja, das würde mich schön anschiessen. Ja, okay. Nein, machen wir mal. Ja, tschüss. Ciao, Lotta. Tschüss. Lotta? Ja? Hat er mal ins Kino wollen? Was ist eigentlich Lucky? Geh spazieren, hat er gesagt. Wo ist Thomas? Wenn ich das weiss. Ich dachte, ihr seid wenigstens glücklich. Ja, das sind wir auch. Irgendwie. Es ist so kompliziert. Ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Meinst du nicht? Thomas? Hm? Könnte nicht Lotte auch noch hier wohnen? Lotte, also Julia, wie hast du dir das vorgestellt? Lotte ist meine Ex. Und du gehst jetzt mit dem Lucky? Aber sie ist in einer Notsituation und muss ihren Weg raus. Und ja, sie ist ja eigentlich verdammt tolerant. Findest du nicht? Ja, das kann man wirklich so sagen. Außerdem hat man das ganze Puff dann beieinander. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Und ihr könnt jetzt zusammen Musik machen. Also ich bin der Einzige, der einen Job hat.
Dabei wollte ich eigentlich schon wieder aufgeben. Das debile Reisebüro. Du spinnst, dann hast du das als Zeitl durch. Du musst nicht so früh aufstehen. Weißt du, wir machen dir einen Laden auf. 9 Uhr. Jesus, du Arme. Aber du musst auch arbeiten, Thomas. Du schlange es nicht. Und ich will etwas dran zahlen. Ich gehe Zeitungen austeilen. Vor der Schule. Und dann musst du aber hure früh aufstehen. Ja und? 15 Stutz in der Stunde? Ist ein Jamplohn. Besser als gar keinen. Nein. Ich muss mich im Moment auf das Musik machen konzentrieren. Ja, auf Kosten von anderen. Also irgendetwas jobben musst auch du. Hey, kein Herz für Künstler, ehrlich. Dass mir das ernst ist mit der Musik, das glaubt einfach kein Mensch. Und etwas schwöre ich euch. Ich mache keinen Streich mehr in diesem Haushalt als ihr. So, und jetzt verteilen wir Ämter. Ämter? Ämter? Ja?